Next speaker is Harry Kletzko, who's from Frankfurt. He has a business background and he's presently vice president of the German Pain League. And Harry's going to talk about integrated healthcare concept for low back pain patients. Yes, thank you very much. At first, I want to inform you or to discuss with you 2 points. First point is I will speak in German in my presentation, so it's helpful for all not German people to use this. The second, I want to inform you, now I change in German, I want to inform you I have a mother, she is 89 years old. And she are very interested in things which her son, now I'm 66 years old, what I do. And I said to her, I will go to this, I have to present some data here. Und sie sagte, ich denke, da kommen 3 Leute. Bitte erlauben Sie mir, dass ich kurz ein Foto mache, damit ich meiner Mutter zeigen kann, dass es doch mehr Leute geworden sind. Thank you. Ja, nun zu unserer Präsentation oder zu unserem Konzept. Ich bin in 2 Eigenschaften hier. Einmal bin ich Vizepräsident der Deutschen Schmerzliga. Das ist die größte Patientenorganisation für chronisch Schmerzkranke in Deutschland. Und zum anderen bin ich aber auch Geschäftsführer einer Managementfirma, die integrierte Versorgungsverträge zwischen Krankenkassen und Ärzteorganisationen abschließt. Unser Büro ist in der Nähe von Frankfurt und hier ist unsere Internetadresse. Was ist das Problem? Ich denke, das Gesundheitsproblem oder das Kostenproblem in Germany oder in Deutschland sieht so aus. Man investiert am Anfang, das sind die Kosten, das ist die Zeit, man investiert. Man investiert am Anfang relativ wenig. Die Krankheit wird ernster, ist chronifiziert und dann steigen die Kosten. Das ist das System, was wir in den meisten Krankheiten in Deutschland haben. Besser ist es so, sagten wir uns, man investiert gleich am Anfang nach einer gewissen Zeit richtig rein und dann hat man hinterher nicht diese Kosten. Das ist das Grundkonzept unserer Überlegung. Es geht um Rückenschmerz. Hier sehen Sie eine Statistik. Einer der größten Krankenkassen aus Deutschland, der Technikerkrankenkasse aus dem Jahr 2009, das hat sich aber nie geändert, 10% aller Indikationen bei der Technikerkrankenkasse kommen von der ICD M40 bis M54, also Rückenschmerz. Und riskant sind die Patienten, bei denen der Rückenschmerz länger als 6 Wochen anhält. Normal kommen Sie in Deutschland zum Arzt, Sie werden behandelt mit Rückenschmerzen und etwa bei 60% vergehen die nach einer Woche. Weitere 30% werden letztlich in den restlichen 5 Wochen geheilt. Problematisch sind die Patienten, bei denen der Schmerz anhält. Das wissen Sie, da besteht die Gefahr, dass er chronisch wird. Und genau an dieser Stelle ist unser Ansatz von unserem Konzept. Hier haben Sie die verschiedenen Plattformen, die in der Behandlung sind. Hausarzt und Facharzt ist die eine Ebene. Die Krankenkassen sind beteiligt. Wir haben in unserem Konzept bewusst auf die Zuweisungen der Patienten von der Hausarztebene verzichtet. Wir richten die Behandlung des Patienten rein nach einem Zeitfaktor. Wir sagen, wer länger als 4 Wochen aufgrund seines Rückenschmerzes nicht arbeiten kann, muss in ein Schmerzzentrum, muss zum Spezialisten. Das ist häufig beim normalen Hausarztbetrieb und Facharztbetrieb nicht gewährleistet, weil man immer wieder noch die erweiterten Diagnosen und jeder schätzt den Patienten anders ein. Das können Krankenkassen weit besser, weil sie haben rein die Statistik, 6 Wochen oder 4 Wochen arbeitsunfähig. Und Sie kennen den Patienten. Das heißt, die Zuweisung des Patienten in unser Konzept kommt von den Krankenkassen, nicht vom normalen Arzt. Ein Kriterium ist, der Patient muss länger als 4 Wochen oder mindestens 4 Wochen arbeitsunfähig sein aufgrund von Rückenschmerzen.
Er kommt dann zu einem diagnostischen Screening in das Zentrum. Dort wird er begutachtet oder die Diagnose überprüft von einem Schmerzspezialisten, einem Arzt, einem Psychotherapeuten und einem Physiotherapeuten. Die Untersuchung dauert etwa 3 Stunden. Dann entscheidet das Team, ob er aufgenommen werden kann in das Konzept. Es wird verzichtet auf die teilstationäre Behandlung und auf stationäre Behandlung. Das heißt, wir versuchen das Problem rein in der ambulanten Behandlung zu lösen. Hier nochmal der Ablauf. Der Patient kommt, er kriegt das diagnostische Screening. Das Team entscheidet, ist er geeignet für die intensive Therapie oder nicht. Wenn er nicht geeignet ist, erhält er einen alternativen Therapieplan. Nicht geeignet sind zum Beispiel Patienten, bei denen die Motivation fehlt, an diesem Intensivprogramm teilzunehmen. Das Programm fordert vom Patienten, dass er jeden zweiten Tag im Schmerzzentrum mehrere Stunden ist für die Therapie. Auf alle Fälle erhält jeder Patient einen alternativen Therapieplan zum Vorhandenen. Wenn er geeignet ist, kommt er in eine 4-wöchige Therapie, in der er betreut wird vom Schmerzspezialisten, Psychotherapeuten und Physiotherapeuten. Der Aufwand da drin ist in diesen 4 Wochen etwa 9 Stunden Arzt, etwa 12 Stunden Psychotherapie, etwa 17 bis 18 Stunden Physiotherapie. Ist also ein sehr dichtes Programm. Allerdings wird das genau ausgerichtet auf die individuellen Bedürfnisse des Patienten. Es wird also keine Gruppentherapien etc., sondern es wird genau geguckt, was ist das Ideale für den Patienten, sodass diese Zeiten durchaus mal schwanken können. Wenn das Team und das einzige Ziel von dem Team ist es, dem Patienten in diesen 4 Wochen 100% von seinen Rückenschmerzen zu befreien, so dass er wieder voll arbeitsfähig ist. Wenn das Team dies erreicht nach 4 Wochen, also wieder 100% zur Arbeit gehen kann, erhält das Team ein halbes Jahr später, wenn der Patient in diesem halben Jahr nicht wieder an irgendetwas, an Rückenschmerzen erkrankt, einen Bonus. Wenn das Team das nicht erreicht, muss es weitere 4 Wochen Therapie dem Patienten anbieten. In diesen 4 Wochen allerdings nur zu einem Viertel des Honorars der ersten 4 Wochen. Hier gibt es auch die 2 Möglichkeiten. Der Patient ist nach 8 Wochen gesund, dann ist das okay. Wenn er nach 8 Wochen immer noch nicht arbeiten kann, wird dem Team noch vom Honorar ein Malus abgezogen. Das ist etwas Neues, dass wir den Erfolg danach richten und die Bezahlung danach richten, wie erfolgreich ist ein Ärzteteam medizinisch beim Patienten in Bezug auf seinen Gesundheitszustand und nicht danach richten, welche Leistungen etc. er erbracht hat. Es werden also keine Einzelleistungen abgerechnet. Hier haben Sie noch mal kurz die Darstellung, was da geboten wird. Hier haben Sie die Zeiten, das sind Durchschnittszeiten, die aufgewendet werden. Das ist die Dokumentation, die jeder Patient machen muss. Ich habe die mal komplett mitgebracht. In 8 Wochen füllt der Patient diese gesamte Dokumentation aus und sie wird alles elektronisch erfasst. Es ist der deutsche Schmerzfragebogen, es ist das Schmerztagebuch, es sind Red Flags, Yellow Flags, es sind demografische Daten etc. Sie werden alle erfasst. Das ist die Dichte der Dokumentation zu Beginn alle. Das sind die Schmerztagebücher am Ende wieder, das was am Beginn war, 2. 4 Wochen, letzte 4 Wochen. Und nach 6 Monaten fragen wir den Patienten mit den gleichen Unterlagen wie zu Beginn der Behandlung ab. Diese Daten werden elektronisch erfasst. Wir haben als IMC ein Programm entwickelt. Sie können da bis zu 50 solche Bücher in den Scanner legen. Sie werden sofort durchgescannt und dem gesamten Team stehen die Daten des Patienten zur Verfügung, um die Therapieentscheidung innerhalb der 4 Wochen oder der zweiten 4 Wochen zu optimieren. Hier haben wir analysiert einmal anhand der Patienten, wie sie uns zugewiesen worden sind.
Kriterium war 4 Wochen arbeitsunfähig. Das sind 28 Tage, vielleicht etwas über 30. Sie sehen, die Krankenkasse hat uns aber nur einen ganz geringen Teil dieser Patienten, die dieses Kriterium erfüllt haben, zugeführt. Über 50% der Patienten waren über 70 Tage schon arbeitsunfähig geschrieben, also mehr als 2 Monate. Das heißt, da kann es schon sehr, sehr riskant werden. Und wir können natürlich auch auswerten, wie hoch war der Chronifizierungsgrad der Patienten, als sie zu uns kamen. Und Sie sehen, bei der überwiegenden Mehrzahl der Patienten ist die Chronifizierung bei Stufe 2 und Stufe 3. Stufe 3 bedeutet, die sind eigentlich schon chronifiziert. Wie sehen die Therapieerfolge aus? Wir haben die Daten, also diese Dokumentation, und ich wage mal zu behaupten, dass das weltweit die detailliertesten Informationen über Rückenschmerzpatienten sind, derzeit von 7.627 Patienten. Im Abstract finden Sie eine etwas geringere Zahl. Das waren die Daten vom 12. April. Ich habe die etwas aktualisiert. Und Sie sehen, 100% der Patienten kommen rein. Etwa 25% kommen nur ins Screening. Das heißt, Sie kriegen einen alternativen Therapieplan und sind eigentlich nicht geeignet oder diese Intensivtherapie ist nicht nötig. Die Erfolgsquote, und 75% kommen dann in die ersten 4 Wochen, die Erfolgsquote über 7.600 Patienten in den ersten 4 Wochen liegt bei über 52%. Über die Hälfte der Patienten sind nach 4 Wochen 100% wieder arbeitsfähig, nachdem sie vorher, Sie haben es gesehen, über 70 Tage zum Teil arbeitsunfähig geschrieben waren aufgrund der Rückenschmerzen. Etwa 6% brechen in diesen 4 Wochen die Therapie ab, aus unterschiedlichsten Gründen. Ein Grund ist, die Patienten wollen nicht mehr jeden zweiten Tag kommen, okay. Aber es gibt ja auch entzündliche Erkrankungen, sagen wir mal eine Erkältungskrankheit etc. Das führt eben dazu. Die anderen kommen in die zweiten 8 Wochen, dort ist die Erfolgsquote nochmal über 80%. Und insgesamt über 8 Wochen liegt die Erfolgsquote der Team bei, ich kann das jetzt hier nicht sehen, die aktuelle Zahl, aber ich glaube, es sind so 86%. Und dann die Nachevaluation nach 6 Monaten zeigt, dass eben weit über 80% überhaupt nicht mehr am Rückenschmerz erkrankt sind. Das ist das Ergebnis, das war jetzt das gesamte Ergebnis. Ich habe mal das Ergebnis genommen, ein Jahr, das aktuelle Jahr. Sie sehen, hier sind die Erfolgsquoten bei über 1.800 Patienten noch deutlich höher als im Gesamtergebnis. Wir lernen ja in dem Ganzen. Ja, wie sieht es mit der Lebensqualität des Patienten aus? Er dokumentiert das ja hier. Das ist die Lebensqualität, also 50 bedeutet ganz schlecht und 0 bis 10 bedeutet sehr gut. So war die Beurteilung der Lebensqualität zu Beginn der Therapie, im Screening, in der ersten Diagnose im Schmerzzentrum. Das ist die Einschätzung der Patienten zur Lebensqualität nach 4 Wochen Behandlung. Sie sehen, es geht deutlich Richtung positiv. Das ist das Ergebnis nach 8 Wochen, noch deutlicher. Und was uns am meisten freut, das ist das Ergebnis nach 6 Monaten. Der Patient hat in diesen intensiven 4 Wochen beziehungsweise 8 Wochen unheimlich für sich selbst gelernt und setzt das nach dieser intensiven Behandlung für sich um und erzielt noch bessere Ergebnisse, als er davor hatte. Ganz neu ist, alle Zentren, wir haben 36 Zentren, stehen in einem Leistungsvergleich, den wir wöchentlich rausgeben. Jede Zeile bedeutet ein Zentrum, die Ergebnisse von einem Zentrum. Das heißt, wir sehen genau, wie hoch ist die Screeningrate bei einem Zentrum, wie viel Prozent nehmen Sie auf, wie viel Prozent lehnen Sie ab, wie hoch ist die Erfolgsrate nach 4 Wochen, nach 8 Wochen. Wir könnten wahrscheinlich die beste Liste der Rückenspezialisten in Deutschland rausbringen, besser als vielleicht der Fokus, der das immer macht. Das ist auch etwas Neues. Ja, die wesentlichen Dinge sind,
dass wir das Zuweisungskriterium rein nach Zeitschiene machen und nicht nach irgendwelchen Diagnoseinterpretationen der Hausarztebene. Wir haben die Versicherung einbezogen in der Zuweisung. Das heißt, sie machen aktiv mit. Sie sind in dem Prozess einbezogen. Die Zentren erhalten ein Globalbudget. Das heißt, sie brauchen nicht einzelne Leistungsziffern oder was sie machen. Das gibt eine Pauschale. Wir alle Dokumentationen sind Selbstauskünfte der Patienten. Ist also nichts von Ärzten etc. mit drin. Die Therapie wird ganz individuell auf die Bedürfnisse des Patienten ausgerichtet. Neu auch das wöchentliche Benchmarking der ganzen medizinischen Zentren und ein Bonus-Malus-System, das sich am Erfolg der Therapie orientiert und nicht an irgendwelchen Kosteneinsparungen bei Arzneimitteln. Ich möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Meine Mutter wird sich sehr freuen und wünsche Ihnen noch viel Spaß.